Notgedrungen, liebe Schwestern und Brüder, wählt unsere Leseordnung natürlich immer nur bestimmte Abschnitte aus, sodass wir manchmal, wenn wir nur diese Auswahl hören, um die Pointe, um die Akzente kommen. So geht das auch jetzt, wenn wir relativ rasch im Buch Exodus vorankommen. Wir haben von der Bedrückung gehört, einem Pharao, der von Josef nichts mehr wusste. Und jetzt werden wir Zeuge dieser kleinen Familiengeschichte, die sich hier abspielt. Eine Familiengeschichte, in der interessanterweise aber Vater und Mutter nicht mit Namen genannt werden. Das folgt erst einige Kapitel später. Nur die Abstammungslinie des Mose wird genannt, und zwar von väterlicher wie von mütterlicher Seite. Er ist aus dem Stamm Levi. Der Stamm, der in der Geschichte Israels die priesterlichen Dienste übernommen hat. Von Aaron wissen wir das besser, von seinem Bruder. Aber es gilt eben auch für Mose. Was dieses Kapitel hier deutlich machen will, so hat es der Bibelwissenschaftler Christoph Domen herausgearbeitet, und das ist ein sehr schöner Gedanke, ist die Genealogie der Stammbaum des Segens, um den es geht. Schon ganz am Beginn, bei der Erschaffung des Menschen, legt Gott einen Segen auf ihn. Und das wird präzisiert bei Abraham. Wir haben das hoffentlich noch im Ohr von den letzten Wochen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Und in dieser Reihe Abraham, Isaak, Jakob mit seinen 12 Söhnen, hier Levi. Aus diesem Stamm Levi, Vater und Mutter des Mose. Ein ganzer Stammbaum des Segens, der sich hier auftut, um deutlich zu machen, wie Gott in Mose handeln will, wie er Menschen sich aussucht zum Segen. Und eigentlich gilt das bis heute. Auch wenn wir uns natürlich immer nur im übertragenen Sinn als Kinder Abrahams bezeichnen. Wir stammen in der Regel nicht von den 12 Stämmen Israels ab, auch nicht vom Stamm Levi. Aber auch in der Kirche gibt es eine Genealogie des Segens. Durch Handauflegung und Gebet werden solche bestellt, werden sie in den Stammbaum des Segens aufgenommen, die die Segen bringen sollen. Diese Geschichte, Exodus, diese Befreiungshandlung Gottes, beginnt damit, indem sie diesen Stammbaum des Segens klar macht und deutlich markiert, es ist ein Segen, der über Israel kommt und durch Israel auf alle Völker.